Dresden Umleitung. Der Sturm hat auf der Strecke Weißig-Böhler zu Streckenproblemen mit Zugausfällen und Umleitung sowie zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf dieser Strecke geführt. Fahren Sie diesen Güterzug zum Abstellgleis in Großenhain-Cottbusser Bahnhof, während Sie durch eine stark befahrene Bahnstrecke navigieren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Fahrt in Train Sim World 4. Und wir sind heute unterwegs auf der geupdateten Strecke von Dresden nach Riesa. Mit der Siemens Vectron sind wir hier unterwegs und werden unseren Kesselwagenzug hoffentlich gut durch das Verkehrschaos hier navigieren. Lichter sind an, Zugschlusstafeln haben wir hinten auch dran. Ja, ordentlich, naja, ordentlich lang sind wir jetzt nicht. Wir sind schon gut lang, aber geht wahrscheinlich auch länger. Und dann stellen wir mal das Führerbremsventil auf Fahren. Und dann können wir auch schon losfahren. Natürlich müssen wir noch einmal hier die SIFA und die PZB dazu schalten. Und dann mal das Fenster auf, damit wir schöneren Sound haben. Und dann gucken wir hier nochmal schnell, in welcher Zugart wir unterwegs sind. In der mittleren. Das passt also. Bremsstellung G ist jetzt, glaube ich, auch nicht so falsch. Und dann legen wir los. Und schauen mal, was uns erwartet. Als erstes müssen wir über Weinböhler fahren. Ist schon ordentlich am Regnen, ne? Aber auch schön mit den Wolken, ne? Also die volumetrischen Wolken, besser gesagt der volumetrische Himmel. Das sieht schon alles viel, viel besser aus. Ja, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Geht auf jeden Fall schlechter. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ich habe natürlich schon ein bisschen rumgetestet, ist wirklich, wenn man hier im Hochsommer unterwegs ist, wenn die Sonne klatscht und alles überstrahlt, das sieht nicht schön aus. Deswegen fahren wir hier ein mitgeliefertes Szenario, wenn man die Vectron besitzt, auf dieser Strecke. Hier stehen noch ein paar Hamsterbacken rum. Und wir setzen uns langsam in Bewegung. Noch ist da vorne ja rot, wie man oben rechts im Streckenmonitor sehen kann. Deswegen geben wir nicht allzu viel Gas. Wir werden jetzt eh überwacht. Und eventuell, ganz vielleicht, springt das Signal ja noch um. Aber wir dürfen eh nur 40 hier an der Stelle. Das heißt, 10 km/h wäre noch drin, die wir schneller fahren könnten. Sehr schön. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, mir zumindest geht es so, dieses Fahrzeug macht unglaublich Spaß zu fahren. Es gibt ja so Fahrzeuge, wo man denkt, nee, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, aber bin jetzt schon ein paar Runden gefahren mit der Vectron und ich muss euch wirklich sagen, das fetzt schon richtig. Für mich schon eine der ja, besten Lokomotiven, würde ich sogar fast sagen, die es für TSW mittlerweile gibt. So, das Signal ist tatsächlich umgesprungen. Das freut uns natürlich sehr. Aber natürlich nur auf Gelb, da das Folgesignal dann auch wieder HP0 anzeigen wird.
Es wird definitiv keine Fahrt heute mit hohen Geschwindigkeiten, das kann man jetzt schon mal sagen. Zugbeeinflussung. Na, ins Gebüsch wollte ich jetzt nicht. Ein Stück weiter vor. Sehr schön. Wechseln hier auch einmal die Fahrstraße auf die rechte Seite hinüber. Ach, ich liebe es ja, wenn man schön über Weichen fährt. Ne? Das ist einfach cool. Auch hier die Spiegelung. Ach, das ist schon alles wirklich, wirklich klasse. Aber so ganz sind die Performance-Probleme hier auf der Strecke immer noch nicht weg. Ich spiele wirklich auf höchsten Einstellungen. Wir haben jetzt knapp 50 FPS. Sieht man jetzt nicht so gut da oben, weil da das direkt auf diesem gelben Restricted-Hintergrund ist. Gut, jetzt haben wir grün. Ja, wir haben 50 FPS. Wie gesagt, ich spiele auf Ultra, aber wir haben auch immer wieder diese Mikroruckler. Das ist ja so ein Problem von Dresden-Riesa. Was wirklich sehr, 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 sehr schade ist, dass wir auf der Strecke, obwohl es ja jetzt auf TSW 4 Standard sogar geupdatet wurde, haben wir trotzdem noch den TSW 1 und 2 Schnee. Also die Textur, die wirklich alles andere als schön ist. Diese Puderzuckertextur, die überall drüber gelegt wird. Also den Schnee, den wir im Zuge von TSW 3 bekommen haben, den gibt es hier nicht. Das kann ich euch schon mal sagen. Grund war, die Zeit hat einfach gefehlt, um das noch pünktlich rauszubringen. Wahrscheinlich ist das da doch ein bisschen komplizierter. Ich kenne mich da nicht aus. Aber ja, sehr, sehr schade, weil dieser Schnee ist schon echt sehr hübsch. Dafür haben wir hier auch den wunderschönen neuen volumetrischen Nebel. Muss man da mal sehen. Sieht ja schon mal ganz schick aus, ne? Werden wir jetzt rausgeholt, könnte ich mir vorstellen, weil da vorne die 60 steht. Mal hier einmal. Ein stecken gebliebener Personenzug blockiert das Gleis vor Ihnen. Weichen Sie auf das Nebengleis aus und warten Sie, bis die Strecke frei ist, bevor Sie weiterfahren. Na, das machen wir doch. Gar kein Problem. Dann weichen wir doch mal aus. Ordentlich, ordentlich Stress heute für das Stellwerk. Wahrscheinlich die Tage, wo man dann am liebsten im Bett geblieben wäre. Ich glaube, so Arbeitstage kennt jeder von uns. Wo man sich denkt, boah, was ist heute nur los? Wäre ich doch mal liegen geblieben. Gut, da können wir schon mal ein bisschen runterbremsen. Ja, der Kombihebel hat natürlich nicht so eine Bremswirkung wie das Führerbremsventil, aber ist ganz gut, um wie ich finde, vor einem roten Signal Geschwindigkeit rauszunehmen. Bremst man nicht so abrupt ab. Und schön gleichmäßig langsam. So, jetzt fahren wir wahrscheinlich hier links hinüber. Genau.
Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, meine anderen Videos, die ich ja schon hochgeladen habe, veröffentlicht habe, noch nicht gesehen haben, hier fahren natürlich noch keine Fahrzeuge von etwaigen anderen Strecken. Da erst am 26. September, wenn der offizielle Release von TSW 4 ist, ist ja immer noch hier der Early Access. Erst dann werden ja die alten Strecken freigeschaltet für TSW 4, werden dann installiert. Dresden-Riesa ist hier dabei, weil DTG mir vorab die Deluxe-Edition zur Verfügung gestellt hat. Da ist ja Dresden-Riesa mit dabei, deswegen können wir hier Dresden-Riesa fahren. Aber all die anderen Strecken sind noch nicht freigeschaltet. Deswegen haben wir hier wahrscheinlich auch noch nicht so viel KI-Verkehr, wie wir ihn hätten, wenn wir alle anderen Add-ons installiert haben. So, dann rollen wir mal da vorne hin. Langsam und gemächlich. Hier ist der liegen gebliebene Zug. Ist aber auch echt am Schütten, ne? Ah, die Wolken sehen schon geil aus. Ja, das ist schon sehr schön. Jetzt rollen wir hier tatsächlich aus. Wenn wir ein bisschen Leistung aufschalten. Ich dachte, das reicht, um da vorne hinzukommen. Falsch gedacht. Profi am Werk wieder hier. Na komm. Denn das Signal wird wahrscheinlich erst grün werden, wenn wir wirklich hier auch das Zwischenziel erreicht haben. So, warten Sie, bis der Personenzug Sie passiert hat. Ich würde mal eben schnell hier speichern. So. Kommt von hinten noch ein Personenzug, der hier an uns vorbeifährt. Schauen wir mal. Ja, die Massen stauen sich hier. Im Zug sitzen auch noch einige. Ja, das sind die Besten, ne? Also die haben die Ruhe weg. Es schüttet in Strömen und die sitzen hier wunderschön auf der Bank im Regen. Muss man erstmal Nerven haben hier. Es ist ein bisschen komisch, dass keine Regenschirme aufgespannt sind. Das finde ich schon ein bisschen seltsam. Wir hatten es ja in der Fahrt auf der Vorarlberg-Strecke, da hinten kommt übrigens der Zug, da hatten alle Regenschirme, als es geregnet hat. Aber warum ist das jetzt hier nicht so? Regenschirme gab es ja schon mit TSW 3. Ist da beim Updaten der Strecke auch das irgendwie schief gelaufen? Scheint fast so, ne? Normal müssten die ja Regenschirme, also Koffer haben sie hier. Ich ziehe mal den Kopf ein. Der Weg ist nun frei, setzen sie ihre Fahrt fort. Also Koffer haben sie dabei. Das ist ja so ein Ding aus TSW 4, was jetzt neu kommt, kam. Aber die Regenschirme sind ja noch aus TSW 3. Und genauso wie der Schnee, den es ja mit TSW 3 gab, scheint es so, dass auch die Regenschirme, die es mit TSW 3 gab, hier nicht zum Einsatz kommen. Schauen wir mal an den weiteren Haltestellen, ob wir da was sehen. Ja, echt schade, ne? Also das wäre wirklich... Volumetrischen Himmel haben wir, die Beleuchtung aus TSW 3 haben wir auch. Aber die Regenschirme und den tollen neuen Schnee ist ja nicht nur eine Textur. Ist ja wirklich schön, wie der Schnee sich da noch aufbaut. Ist ja nicht nur eine Textur, sondern der ist ja wirklich so, dass er dann auch nach und nach die Schneedecke wächst. Den haben wir leider auch nicht. So. Als nächstes müssen wir in 8,9 Kilometern in Priestewitz anhalten. Aber als Güterzug mal eine Zugüberholung zu machen, ist auch mal was anderes. Hier haben wir die Schutzweiche noch.
für alle, die das nicht kennen. Ich muss mir das auch erst erklären lassen. Die ist dafür da, damit der Zug dann hier entgleist und nicht hier drauf donnert und hier die Strecke dann versperrt oder Schlimmeres. Dafür sind so Schutzweichen da. Tut sich schwer in Gang zu kommen. Wahrscheinlich haben wir auch Radschlupf. Mal ein bisschen sanden. Jetzt kommen wir ins Rollen. 37 km/h. Dann hier lohnt sich auch nicht, die AFB einzuschalten. Würde mich ja auch mal interessieren, fährt man hier dann, also fährt man generell, wenn AFB verbaut ist, immer mit AFB? Ist das vielleicht sogar Vorschrift? Oder kann man das als Lokführer selber entscheiden, dass man sagt, ja nee, ich habe hier so eine volle Strecke, was will ich da mit AFB fahren? Wenn ich meine Geschwindigkeit erreicht habe, kann ich schon wieder abbremsen. Auch das würde mich mal interessieren. Ich weiß ja, dass ich viele Profis habe, die mir zuschauen. So, jetzt kommen wir mal so langsam in die Gänge. Die nächsten 2 Kilometer haben wir auch kein Signal, was uns einbremsen würde. Na gut, es geht auch gut bergauf, ne? Die Kesselwagen sind wahrscheinlich alle voll. Sieht man hier eigentlich auch das Zuggewicht? Ne, das sieht man hier leider nicht. Nee. Kameras können wir leider auch nicht auswählen. Ja, normal muss man da ja noch seine Zugdaten eingeben, wie Zuglänge, Zuggewicht und so. Dann ermittelt der Zug dann halt auch selber. Die Zugart, ob man untere, mittlere oder obere Zugart fährt. Das fällt hier alles weg. Also die Vectron von K-Trains im Train Simulator, ja, die in Gang zu kriegen, ist schon eine andere Hausnummer. Also das ist wirklich voll realistisch. Ich werde da schon dreimal das Tutorial von Mavericks Bastelstube angeguckt und dann immer mal versucht, selber mit der Lokomotive zu fahren, aber ich habe es nie hinbekommen. Angefangen aufzunehmen, dann doch verkackt und ja, dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Bin eigentlich ein sehr ehrgeiziger Mensch, aber wenn man da jedes Mal 10, 15 Minuten sitzt und dann fährt die Lok doch nicht los und dann beendet man die Aufnahme und dann fängt man doch wieder an und dann passiert dasselbe und immer hakt es an einer anderen Stelle. Ja, es ist dann schon sehr frustrierend. Könnte ich mich aber tatsächlich mal wieder dran versuchen. Auch die Baureihe 186 von K-Trains. Auch wirklich, also realistischer geht es nicht. Aber da hat man dasselbe Problem. Der einzige Minuspunkt, den ich bisher der Vectron gebe, ist, wir haben keinen begehbaren Maschinenraum. Aber da wird es bestimmt auch wieder eine Mod für geben. Mich würde mal interessieren, ich hatte ja vor einem halben Jahr oder so ein Video gemacht, in dem ich gezeigt habe, dass Privatleute wohl an einer Vectron-Mod arbeiten. Jetzt ist die Frage, das wird ja nie so kommuniziert, haben sie DTG da quasi das Grundgerüst zur Verfügung gestellt oder DTG das komplett selber gebaut? Und was passiert jetzt, wenn die Privatleute
nicht mit DTG zusammengearbeitet haben, was passiert jetzt mit dem Modell? Aber so wie ich das verstanden habe, wurde die Vectron ja eh, anders ging das nicht, aufgebaut auf einem schon vorhandenen Fahrzeug. Ich glaube, die Baureihe 185. Ui, jetzt fängst du nur an zu gewittern. Ja, bei Gewitter in der Lokomotive sitzen ist, glaube ich, nicht der schlechteste Ort. Ist man eigentlich recht safe, ne? Man ist geerdet. Ist wie im Auto. Falls sich jemand fragt, warum ich nicht schneller fahre, ich denke, bei dem Wetter, bei der Streckensituation ist es schon okay, wenn man mit 80 fährt. So ein bisschen angepasst fahren, denke ich, sollte man das schon. Oh, das sieht schon geil aus, ne? Mit der Sonne. Wow. Also Leute, das tut mir schrecklich leid, aber hier muss ich jetzt ein Screenshot von machen, auch wenn wir das hier im Video jetzt machen, was ich eigentlich immer vermeiden wollte. Aber so kann ich euch auch noch mal den Fotomodus zeigen. Hier könnt ihr halt die Schärfentiefe einstellen, ne? Hier könnt ihr den Schwerpunkt einstellen, könnt das ein bisschen verschwommener machen oder total scharf. Dann könnt ihr hier die Rotation einstellen, was ich ziemlich genial finde. Das ist schon ziemlich cool. Kann man hier so ein bisschen angewinkelt und dann könnt ihr hier halt noch zoomen, ne? Rein und raus, wie ihr das möchtet, und dann könnt ihr auch hier euch die Kamera verschieben. Würde ich dann aber wirklich, ja, machen wir von der Seite. Boah, das sieht schon scharf aus, ne? Also das gefällt mir schon sehr gut. Das sieht schon gut aus. So ein bisschen näher, so. Und dann haben wir hier bei dem Punkt, können wir noch die Belichtung einstellen, heller und dunkler. Hier so ein bisschen heller, ja. 60%, dann hier die Sättigung. Und ob ihr hier pralle Farben haben wollt oder schwarz-weiß oder halt wie euch das dann gefällt. So. Dann die Vignette, ob ihr hier quasi keinen Rand haben wollt oder so ein bisschen oder bisschen mehr, und dann die Helligkeit noch, die könnt ihr euch auch noch einstellen, und dann könnt ihr hier mit F das Ganze auch ausblenden, und dann könnt ihr hier einen wunderbaren Screenshot machen, wenn ihr auf Steam spielt, einfach mit F12, und dann habt ihr den Screen. Könnt ihr auch hier mit der Leertaste, und dann fragt ihr euch, wollt ihr speichern? Oder wollt ihr speichern und hochladen? Geht im Moment noch nicht, weil es Early Access, beziehungsweise jetzt, wo ich aufnehme, ist es die Beta. Und da kann man noch nichts hochladen, weil man eh noch von Dartel Live getrennt ist. So, dann haben wir auch einen schönen Screenshot. Ein schönes Thumbnail. Sehr, sehr cool. Übrigens habe ich mich in den Vorgängerteilen immer schwer getan, ohne den HUD hier unten zu fahren, mit Geschwindigkeitsanzeige etc. pp. Aber hier kam ich noch gar nicht auf die Idee, irgendwie auf den alten HUD umzuschwenken. Das macht schon so mehr Laune. Ich meine, man hat ja hier sein Tacho, ne? Man hat hier oben die Geschwindigkeit, die man fahren darf. Hier erscheinen dann die Geschwindigkeiten, die man dann demnächst fahren darf. Also es ist ja eigentlich alles selbsterklärend. Macht schon Spaß, so zu fahren. Das ist auch eine schöne Sache, diesen minimierten HUD. Da sieht man halt auch mehr vom Führerstand, als wenn man hier unten so eine riesen Anzeige hat. Und der Fotomodus ist halt wirklich toll. Auch wenn es jetzt keine Innovation ist, das haben so viele Spiele. Aber gerade für mich auch als YouTuber ist das eine schöne Sache, da ich ja so wunderbare Vorschaubilder erstellen kann. Ne? So, gleich nur noch 60 fahren, weil wir wahrscheinlich wieder rausgezogen werden aufs Ausweichgleis.
sollte eventuell mal ein bisschen mehr bremsen, damit wir unter 70 kommen, sonst kriegen wir gleich noch eine Zwangsbremsung. Aber passt noch, perfekt. Gehen wir auch gleich runter auf 60. Dagegen. Ne, da steht auch ein Zug. Ach, wir müssen sogar nach links rüber, okay. Wahrscheinlich, weil wir hier wieder frei machen. Der Güterzug da ist auch schon rausgezogen. Der 143er und den Eanos-Wagen, die ja auch bei der Vectron dabei sind. Was hat er geladen? Kies, ja? Sand, Kies. Ah, jetzt darf er fahren. Richtig? Zumindest so aus, ne? Ja. Wir haben für ihn den Weg frei gemacht. Müssen wir hier auch noch den Weg frei machen. Höchstwahrscheinlich wieder für einen Personenzug. Halten hier wieder am Bahnhof. Schauen wir mal, ob wir Regenschirme sehen. Ich sehe keine. Ja, entweder, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht dran gedacht haben, aber es ist anscheinend nicht geupdatet worden, dass die Leute hier Regenschirme haben. Das finde ich schon so ein bisschen, ne? Man updatet auf TSW 4 Standards, aber hat viele Features, die in TSW 3 dazu kamen, hat man nicht. Merkt ihr was, ne? Ist schon ein bisschen seltsam. Ist ja auch bei der linken Rheinstrecke, da haben wir ja auch nicht die Schneetexturen gehabt. So. Auf der Nebenstrecke vor Ihnen fährt gerade ein Zug. Warten Sie, bis der vorbeigefahren ist, bevor Sie die Fahrt fortsetzen. Natürlich. Ach ja. Wir müssen ja nach hier hinten. Hier hinten müssen wir hin. Da müssen wir natürlich warten, bis hier frei ist. Da kommt er auch schon. Ja, werden zwei Hamsterbacken sein. Immer wieder so Wolkenlücken. Er ist ganz aufgeregt mit seinem Koffer. Ja, wäre ich auch, wenn es so schütten würde. Ja, die machen es richtig hier. Das ist richtig. Im Kleidchen, besser gesagt im Röckchen. Auch nicht so die beste Idee. Ah, das ist schon echt cool, ne? Wie sich das hier alles spiegelt. Auch das Signal hier. Ja, wir können die Zeit nochmal nutzen und uns nochmal diese wunderschöne Lokomotive angucken. Hier sieht man es halt auch so, ne, mit den Lichtern, wie der Lichtkegel hier so rauskommt. Ja, hier sieht man es besonders gut. Mit diesem neuen volumetrischen Nebel, das ist schon schön. Die Lok ist einfach nur der Hammer. Können wir mal so stehen lassen, oder? Ach, da ist der Zug. Da ist er schon. Jupp. Und dann müssen wir noch nach Großenhain. Und dann hätten wir es. Mit 60 haben wir hier Ausfahrt.
bisschen sanden. Ich weiß immer nicht, ob das was bringt. Das Gefühl, dass es was bringt, habe ich eigentlich selten. Aber der Gedanke zählt. Ist doch eher fürs Bremsen, oder? Ist gar nicht fürs Anfahren. Obwohl so Sand unter den Rädern, wenn man anfährt und die Gleise glitschig und flutschig sind, sollte eigentlich auch helfen, ne? Rechts rüber auf die eingleisige Strecke Richtung Großenhain. Ach, das ist die Stelle, wo wir in TSW 3 mal gestanden hatten und hier knapp 10 Minuten auf grünes Signal gewartet haben, weil eine Baureihe 204 mit Kesselwagen auf sich warten lassen hat. Ich erinnere mich ganz, ganz düster. So, hier ist 60. Ein bisschen die Kombibremse reinhauen, weil es hier doch schon ziemlich bergab geht. Okay, jetzt dürfen wir 100. Wirklich tolle Lichtstimmung, die wir hier haben. Schön. Übertreiben wollen wir es auch nicht. 80 ist, glaube ich, eine gute Referenz. So steil bergab, dass die Kombibremse gar nicht bremst. Jetzt ein bisschen Bremswirkung. Gut, da vorne blinkt schon wieder gelb. Das heißt, wir müssen eher auf 70 runter. Habe ich das verstanden? Wenn wir das Führerbremsventil benutzen, tut sich da gar nichts. Erst wenn wir den Kombihebel auf Bremsen stellen, dann wird auch gebremst. Wahrscheinlich habt ihr längst die Kommentare vollgeschrieben. Und ich erzähle hier die ganze Zeit Blödsinn. Also ja, die Kombibremse bremst auch selber, aber ihr seht, das Führerbremsventil, ohne das Zutun, dass wir die Kombihebelbremse benutzen, da tut sich gar nichts. Gut, bleiben wir mal bei 50. Man lernt nie aus. Also ich sag's auch immer wieder gerne.
alle paar Folgen, es gibt einen Grund, warum man eine Ausbildung für diesen Beruf braucht. Und da ist es, glaube ich, nicht vermessen zu sagen, dass einem Fehler passieren dürfen hier im Simulator. Klar, wenn man als Profi dieses Spiel spielt, dass einem da weniger Fehler passieren, als wenn man als Laie das Ganze spielt. Das ist ja ganz normal. Ich bin viel zu schnell. Wenn das jeder könnte ohne Ausbildung, dann bräuchten wir auch keine Ausbildung, ne? Für diesen Beruf. So. Und dann war das Ganze doch schon, ja, jetzt nicht so eine 10 von 10 auf der Schwierigkeitsskala, aber war jetzt auch nicht eine Fahrt, wo man sich zurücklegen hätte können und gar nichts machen. Also war schon, musste man schon konzentriert bleiben. Aber ohne Zwangsbremsung geschafft. Stellen wir unseren Zug hier ab. Und machen wir Feierabend, ha? Die machen wir mal aus. Wir werden diese Zugfahrt hier beenden, während sich der Verkehr auf der Strecke vor uns auflöst. Rüsten Sie den Zug ab und sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, vor uns ist nichts mehr. Hier ist ein Kopfgleis. Ach, also hier kann sich nichts auflösen. Aber gut. Was kommt da noch? Ah, der Regionalexpress. Nicht hinaus. Wo will der hin? Ach, der kann da hier hinten noch. Okay, ich habe nichts gesagt. Gut, Kombihebel auf, aus. Dann das einmal wieder trennen. Dann stehen wir auf. Nee, auf voll, nicht auf Notbremsung. So. Einmal den Führerstand deaktivieren. Und dann hätten wir es. Schön. Wir hatten eine Geschwindigkeitsüberschreitung, auch nur Gold geschafft. Hier hinten haben wir die Geschwindigkeitsüberschreitung. Hier so ein bisschen. Aber sonst waren wir eigentlich immer im Rahmen unterwegs, sogar unter der Geschwindigkeit, die angegeben war. Und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Knapp 40 Minuten haben wir gebraucht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, gerne ein Däumchen nach oben da lassen und gerne auch ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Fahrt wieder dabei seid. Dankeschön und macht's gut. Ciao, ciao.